Fast so alt wie der Traum vom Fliegen ist der Traum, möglichst ohne Anstrengungen schlank und fit zu werden. Ein Münchner Start-up verspricht nun beides. Mit dem Virtual Reality Fitnessgerät Icaros verbinden die Gründer Michael Schmidt und Johannes Scholl Training und Computerspiel. Ihr Icaros ist ein Flugsimulator für die künstliche Realität. Das Entscheidende? Man lernt nicht etwa ein Flugzeug zu steuern, sondern man verwandelt sich selbst in eine menschliche Flugmaschine und trainiert so ganz nebenbei seinen Bewegungsapparat. Wir haben die Möglichkeit, Leute wirklich nach einem anstrengenden Arbeitstag oder wann auch immer in eine völlig andere Welt eintauchen zu lassen. Ich bekomme ein Gefühl für meinen Körper und das merkt man sehr, sehr schnell. Und man merkt auch über die Zeit, wie man stetig Fortschritte macht und wie man immer besser wird im Fliegen. Aber es war ein weiter Weg für Icaros. Zu komplex und kostspielig sind die ersten Entwürfe. Eine Art Ironman-Anzug mit beweglichen Gliedern. Dabei tragen die meisten Industriedesigner die Lösung für ihr Problem den ganzen Tag mit sich rum. Ihr Smartphone. Denn mit einer High-End-Datenbrille verbunden reicht schon ein ganz normales Mobiltelefon aus, um einen Metallrahmen in ein Virtual-Reality-Fluggerät zu verwandeln. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir doch so ein recht abgespacedes Konzept, jetzt wo die Technik verfügbar ist, in ein realistisches und machbares Stadium auch bringen. Und so haben wir dann angefangen, mit der ersten Brille wirklich Prototypen zu bauen. Die sahen teilweise wirklich wild aus. Und wild fühlt sich ein Flug mit Icaros auch für die Spieler an. Mit ihren Arm- und Beinbewegungen steuern sie die Apparatur. Eine Landschaft über die Datenbrille immer vor Augen. Dabei wird der Körper zum Controller, das Training zum Spiel. So sollen selbst Sportmuffel Lust auf ein Workout bekommen. Ein Ansatz, der auch für Sportmediziner wie Ingo Frohböse interessant ist. Das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe, eine völlig andere Körperposition mal mich hineinzubringen. Eine Körperposition, die wirklich dem Fliegen ähnelte. Das Fliegen ist natürlich spaßig, aber ich habe auch Reaktionen in meinem Körper verspürt. Mir wurde ein bisschen plümmerant, wie wir so in Köln sagen. Aus sportmedizinischer Sicht lässt sich sagen, das Gerät trainiert sehr wohl den Halteapparat und die Bewegungskoordination. Doch es gibt, wie bei anderen Sportarten auch, Verletzungsrisiken. Etwa durch Überbelastung oder unnatürliche Bewegungen. Und auch wer von Sixpack und Muskelpaketen träumt, ist in der Muckibude besser aufgehoben. Also es ist kein Trainingsgerät, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein erlebnisorientiertes Spielgerät, was ich aber erstmal gut finde. Die Innovation für mich ist letztendlich die neue Bewegungsform, eine neue Bewegungsqualität. Und nicht nur Sportwissenschaftler glauben an das Potenzial des Trainierens im virtuellen Raum. Auch Denise Temme vom Kölner Institut für Tanz- und Bewegungskultur ist überzeugt, dass Virtual Reality die Fähigkeiten unserer Körper verbessern oder sogar erweitern kann. Aber nicht unbedingt im Sinne von schneller, stärker, besser, sondern vor allem künstlerisch und ästhetisch. Es ist ja ein Spiel, was mir irgendwie die Idee geben soll, dass ich fliege und es macht ein Bewegungserlebnis. Und im Grunde genommen ist das sehr ähnlich zu Tanz. Ideal wäre natürlich, dass man sich komplett frei in diesem Raum irgendwie bewegen kann und dass das System auch sehr fein reagiert. Von absoluter Bewegungsfreiheit ist man im Icaros heute noch weit entfernt. Aber Scholl und Schmidt arbeiten bereits an neuen Anwendungen. Zum Beispiel Tauchspielen oder Weltraumduellen. Aber gerade solche Extremsporterfahrungen, etwa in der Schwerelosigkeit, würden die Körper der meisten Spieler überfordern. Vorerst. Also das Grundproblem ist natürlich, dass die Biologie bestimmte Strukturen und Reize benötigt. Ich muss zum Beispiel auf meinen beiden Füßen stehen können, um mich sicher zu fühlen. Heißt also, auf den Kopf stellen darf man mit VR eben nicht. Allerdings, neue Reize zu setzen, ist auch ein Lernprozess. Fitnessgeräte für die virtuelle Realität können den Traum vom Fliegen oder Tauchen erfüllen. Und Menschen an Orte und in Situationen bringen, auf die ihre Körper nicht vorbereitet sind. Das verspricht nicht nur neue Erfahrungen und Bewegungsabläufe, sondern auch neue Trainingsreize. Und damit haben die Nachfolger von Icaros und Co. tatsächlich das Potenzial, schon bald Fitnesscenter und Yoga-Studios überflüssig zu machen.